So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Rome 2. Wir geben wieder fleißig Gas, stehen natürlich vor der spartanischen Festung und werden jetzt in der nächsten Runde Ihnen den Krieg erklären. Eine Runde müssen wir noch weitermachen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir das Ganze relativ zügig über die Bühne geschaukelt bekommen. Ich glaube, Pelle, da oben, da sind wir relativ schnell. Da schieben wir aber erst noch die Einheiten runter. Genau in Mazedonien, die große Stadt im Norden. Wir gucken mal gleich, wenn wir dran sind. Ich glaube, das könnten wir sogar ohne großen Aufwand belagern. Höchstwahrscheinlich wird Massilia auch relativ sauer werden, jetzt, wenn wir erneut Sparta den Krieg erklären. Und da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Ganz klar. Also die sind richtig heiß, die Jungs. Okay, Persien. Jetzt sind wir dran. Oh, Beförderung gesichert, die Haus der Cornelia. Da muss ich demnächst nochmal reingucken bei den Fraktionen. Da hatten wir bisher nicht so viel Glück, ne? Wir haben auch zu wenig Charaktere, glaube ich, die wir einsetzen können. Hier ist das. Ja, wir haben bloß zwei Charaktere. Unser Einfluss bleibt nach wie vor gleich. 38% ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Aber ja, wir haben leider nicht mehr. Den könnten wir vielleicht heiraten. Was heißt denn Heirat? Also den könnten wir den dann als General dann auch einsetzen? Nee, ich weiß das nicht. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Nee, wenn ich ihn heirate. Das ist halt, das finde ich bei Medieval ganz übersichtlich mit den Hochzeiten. Aber ich mache mir jetzt da nicht so einen großen Kopf. Ich denke, das wird schon über die Bühne gehen. So, genau. Das wollten wir. Wer läuft denn da? Die Anhänger. Mit denen haben wir ja nichts am Hut, ne? Die sind einfach nur tiefenentspannt. So, mit den Jungs. Ich weiß. Unerlaubtes Betreten. Wenn wir jetzt den Krieg erklären. Moment, hier ist alles frei. Was ist, wenn wir jetzt... Wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Ich will versuchen... Wenn wir angreifen, dass beide von der gleichen Seite angreifen. So. Alles klar. So. Ich würde sagen, das ist eine ordentliche Schlacht. Oder sollen wir jetzt mal belagern? Sollen wir mal die Umstellung, sollen wir so versuchen, ein bisschen dass sie uns angreifen, dass wir sie nicht angreifen müssen. Ich finde das gar nicht so schlecht, die defensive Variante. Die Siedlung wird belagert. Ich denke, sie werden sich befreien wollen. Beobachten wir das Ganze mal. Die stehen dabei, die würden dann auch in den Kampf dazukommen. Und die Jungs. Ja, ich denke, hier können wir... Müssen wir auch belagern, ne? Da sind auch ordentlich Einheiten drin. Okay, bauen wir uns hier noch was? Ich denke, hier können wir auch belagern. So, und jetzt die große Frage. Ziehen wir noch mit der anderen Armee nach Süden? Weil hier könnten wir Probleme bekommen von hinten. Wenn die Armee noch rauskommt und die, dann ist das schon ein richtiger Kampf. Zum Glück haben wir hier die Artillerieeinheiten hinzugepackt. Das ist ganz gut. Hier könnte es noch ein bisschen mehr Ordnung geben. Hole ich noch eine Armee raus? Ich meine, wir haben gerade 3000 Einkommen. Eine kleine Armee, die wir langsam aufbauen, können wir uns noch leisten, denke ich. Wen nehmen wir denn? Haus der Cornelia. Der Junior. Da haben wir doch einen. Wir hungern nach einer Schlacht. So. An die Arbeit, Männer. Bau dir mal eine kleine Armee zusammen. Ja, die sind mir ein bisschen zu teuer. Ich weiß nicht, ob die so gut sind hier, die Illyrischen. Rein von der... Von den Kosten her scheinen die nicht so gut zu sein, aber gut. Zwei Prinzipes. So, okay, das reicht erstmal. Nächste Runde. Es geht mir auch mit der Armee da oben in Demenium oder Dimensium. Da geht es mir auch ein bisschen um die Geschichte der öffentlichen Ordnung durch Armeepräsenz. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Nächster, treibst du? Ach so, wo ist da meine Flotte? Die habe ich ganz vergessen. Die müssen wir auch noch holen.
Wo kommt die Armee her? Warum sind wir jetzt so im... Boah. Was? Wir dürfen auf keinen Fall... Das dürfen wir jetzt auf keinen Fall. Wo kommen die denn jetzt? Sind das die von hinten? Kommen die von hinten? Sind das die, die aus Sparta jetzt zu uns gezogen sind? Okay. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Wenn die wirklich hinter uns stehen, dann kommen vor uns welche und hinter uns. Okay, das spielen wir. Das wird spannend. So. Die Dämonen des Polemos. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Wenn wirklich jetzt eine, wenn jetzt die eine Armee, die uns angegriffen hat, von Süden, wenn die wirklich hinter uns steht, dann müssen wir uns ein bisschen seitlich hier aufstellen. Ich stelle mich mal so auf, dass ich darauf reagieren könnte. Was kommt da? Da kommt meine andere Armee raus, oder was? Ach du Scheiße. Also. Da habe ich jetzt ein bisschen Respekt. Wir stellen das mal so breit wie möglich auf, die Geschichte. Ich habe... Was kann richtig... Das ist deswegen... Ich denke, wegen dem strategischen Nachteil, den wir jetzt gerade haben. Weil sie uns von hinten überrascht haben. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Geschichte. Was haben wir da noch? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die jetzt da wieder von der Seite oder direkt hinter uns erscheinen. Ich weiß es nicht genau. Und da drüben kommt unsere andere Armee. Das wird jetzt richtig spannend. Ach, das habe ich noch keine Ahnung, wie man das auf die Kette kriegen soll. Okay. So. Da ist deren Armee. Und da kommt meine zweite. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ja. Und da kommt die, da kommt deren Armee. Gottes Willen, das ist richtig heiß. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, versuchen das Ganze hier jetzt optimal über die Bühne zu schaukeln, liebe Leute. Die laufen jetzt, ne? Ist natürlich nicht so prickelnd. Aber wir müssen schnell eine Einheit bilden. So sind die. Die sind aufgestellt, sehr schön. Also ich meine jetzt die. Schnell vorrücken, rein zum Einsatz. Schnelles Marschieren. So. Boah, ist ja spannend, ne? Wie wir erst alle zurechtziehen müssen. Das ist so geil. Das ist voll die Riesenschlacht. Meine Fresse. Okay, kommt aber cool. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Schnell vorrücken! Ich muss jetzt eine richtig schöne Formation bilden. Okay, die sind schon in Reichweite gleich. Wir müssen aber aufpassen, dass sie uns nicht, dass wir uns nicht selber kaputt schießen. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Zweiter General. Das ist, ja, die Balliste schießt auf unsere Jungs da hinten. Klar, die sind natürlich tierisch müde, wenn die ankommen, aber ich darf die auf keinen Fall getrennt voneinander kämpfen lassen. Da schießen sie. Das war klar. Laufen, laufen, laufen. Das ist natürlich problematisch, ne? Ich dachte, wir würden ein bisschen kompakter zusammenstehen, aber dem ist leider nicht so. Wenn die jetzt da isoliert sind, kann ich versuchen, mit einer Armee, mit einer Kavallerie, deren Balliste wegzumachen. Weil die Balliste bewegt sich entgegengesetzt. Skorpion!
So, den Skorpion schnell dahin. Eure Befehle? Da ist auch noch eine Balliste. Okay, wir schießen auch. Perfekt. Wie gesagt, wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig kaputt schießen. Das ist immer relativ gefährlich. Sehr gut. Ist das eine Schlacht? Das wird lustig, das wird lustig, das wird toll. Okay, die ersten haben wir schon zerlegt, sehr gut. Die stehen ein bisschen beschissen hier, finde ich. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Boah, was ist das? Eine Masse. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles so hinkriegen oder ob ich das hinkriege. Ich schieb die mal da rein, die Triari. Ja, die kommt schon ziemlich nah. Vorsicht. Nicht vorne dran laufen. Okay, sie haben uns ein bisschen. Sie bekommen uns ein bisschen isoliert, leider. Oh ja. Komm gleich drauf da, jawohl. Das lief nicht so gut hier. Oh. Nee. Die da drauf, ganz wichtig. Der Hunger nach Blut und Kampf. Okay, das war gut. Wir müssen noch ein bisschen dranbleiben. Kommt schon, Jungs. Das war schlecht, ich habe hier keine. Mist, ich habe hier keine Einheiten, um die abzufangen. Hier fehlen mir jetzt die Pikiniere. Oh, das ist richtig schwer, Leute. Wow. Nee, das sind ja Pferde. Hinten ran, los, hinten. Ausweichen. Und die, deren Reihen zerstören. Von hinten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, von hinten. Die sind natürlich sehr ärgerlich hier, aber ich kann jetzt nichts gegen die tun. So, die Ballisten sind schon hinüber, weil sie uns zu schnell angegriffen haben. Das war sehr gut hier, dass wir die Bogenschützen von ihnen zerstört haben. Hier bekommen wir nochmal richtig Zuwachs. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so schlecht aus. Jupiter, gib uns Kraft. Verstanden. So. Dranbleiben. Da müssen wir ganz kurz die Mission. Hier sind wir richtig scheiße aufgestellt. Die Seite ist richtig im Arsch. Jupiter, gib uns Kraft. Alles der. Das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. So. Oh, was ist das hier für eine. Ich bin glücklich, zu dienen. Haben schon, Jungs. Das müssen wir jetzt irgendwie hier. Ein bisschen besser verteilen. Hier sind wir nicht so gut aufgestellt, finde ich. Also wir sind schon hinter ihnen rein, das ist schon sehr gut. Meint die da hinten noch? Ja, ne? Können wir ruhig.
weiß nicht, ob wir irgendwo verlieren oder gewinnen. Ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen. Unübersichtlich aus. Okay. Ah, das sind auch Pferde. Männer wanken. Ja, das habe ich gewusst, dass die hier wanken. Ich muss. Komm, drauf da, los. Wir sind da vorne, an der Flanke sind wir richtig scheiße aufgestellt. Es tut mir ein bisschen leid. Das lief nicht so gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Jungs sind auffällig hier, glaube ich. Es ist definitiv spart das Ende hier, wenn wir das so richtig... Hier, da. Hier, dort. Ich weiß nicht, da kann ich nicht rein, ne? Das kann ich, da breche ich zusammen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Kommt schon, Jungs. Das ist ein schändlicher Anblick. Haben wir denn zu wenig Einheiten da drüben? Hier sind wir auch so scheiße aufgestellt, finde ich. Wir brechen ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Hier, gerade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die Seite, die ganze Flanke geht drauf hier. Die ganze Flanke geht hier drauf. Und ich kann da nicht mit den Pferden rein. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Ich hätte die besser... Ich habe die nicht schnell genug in den Kampf gekriegt. Das macht schon... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich kann da leider nicht reinreiten. Dann gehen die nämlich alle drauf. Ich probiere es trotzdem mal. Einmal volle Wucht. Bleib zusammen. Ja, wir kriegen halt nichts tot. Das ist halt zum Kotzen. Diese Phalanx ist halt so stark. Ich kann den General nicht da reinschicken. Die Phalanx, die macht ihn alle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die haben wir jetzt, oder? General! Wie gesagt, die Flanke hier oben habe ich verloren, leider. Und die plänkeln mich zu Tode hier, die blöden Pferde. Das war gut hier, dass wir da reingebrochen sind, glaube ich. Das ist halt hier richtig. Das Unsere ist richtig Männer freudig. Fliehen vor der Schlacht. Ja, ich weiß, dass wir umzingelt sind. Scheiße. Kommt schon. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht. Hau mal da rein, General. Mach mal die weg wenigstens. Von der Seite, das müsste doch gehen, oder? Da laufen sie in der Phalanx. Seht ihr das? Wie nennt sich die? Periökische. Das war gut, und wieder raus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich das weiß. Ist ein schändlicher Anblick. Wir müssen mehr kämpfen. Fuck. Was er labert. Was er für eine Scheiße erzählt. Wir müssen mehr kämpfen. Aber hier. Die fliehen auch nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die sind. Das ist ein schändlicher. Jetzt haben wir sie doch ein bisschen. Komm. Hinter die Linie. Los, hinter die Linie. Und jetzt ruft er. Ich komme sonst nicht gegen diese Scheiße. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Komm drauf da jetzt, da das müssen wir jetzt drauf. Die müssen wir jetzt zerlegen. Sehr gut. Das sieht nicht so gut aus, nochmal raus. Wir haben auch so viel Verluste. Scheiße, die Flanke hat mich jetzt den Arsch die Schlacht gekostet, habe ich das Gefühl. Wir kriegen die nicht zermittelt. Es dauert einfach zu lang. Bis wir die kaputt haben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Knall da rein, das los. Knall da rein. Wir müssen irgendwas versuchen. Das gibt's doch nicht. Ah, die sind halt so stark. Ich finde die so stark. General!
Da verlieren wir die nächsten. Muss rein da. Wir müssen, irgendwas müssen wir doch mal gewinnen. Kommt schon. Unser General wird angegriffen. Unser General ist ja auch fertig hier. Scheiße, das geht's. Das war's. Das war's. Das verlieren wir. Das sind noch zu viele Einheiten von denen. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass wir das noch auf die Kette kriegen. Den helft halt da wenigstens mit. Macht irgendwas. Die sind hier alle. Wir haben auch keine. Leider haben wir keine guten Bogenschützen. Das müsste hier einfach ein bisschen besser laufen. Ja, wir haben. Ich habe beide Flanken verloren, wenn du so willst. Das ist. Ja, Kommandant. Unsere Männer fliehen. Ja, ich peitsche hier voll mit den Pferden in die Pikiniere rein. Die spießen mich einfach auf. Scheiße. Die sind aber auch stark. Wir kennen es ja aus dem ersten Let's Play. Die sind wirklich unnachgiebig ohne Ende. Du kriegst die nicht so richtig platt. Die halten sich hier bis zum bitteren Ende, die Prinzipets oder was sind das? Nee, sind auch Pferde. Nee, sind sie nicht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich weiß, ich weiß. Da sind die einfach stärker. Die sind im 1 zu 1, sind die einfach zu stark. Die Spartaner. Die Verluste sind ja immens hier. Die da oben haben wir, okay, sieht ganz gut aus, aber das, die kriegen wir nicht, ne? Es ist noch ist es ja nicht zu Ende, aber... Der feindliche General ist... Sehr gut. Sehr gut. Wir könnten jetzt darauf hoffen, dass wir nochmal so einen neuen Aufschwung bekommen. Aber guck mal, die kriegen den hier nicht tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Christian, nix. Das ist ein schändlicher Arzneck. So, die sind geflüchtet. Die auch da oben sind weg, oder? Ne, die leben noch. Shit. Wenn wir den General mal hier, wenn wir die Generalseinheit mal wegkriegen würden. Jetzt haben wir es ganz gut gemacht. Müssen wir uns nur noch mal ein bisschen... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Triari! Die Triari müssen jetzt aufpassen. Die müssen dagegen vor. Was macht ihn jetzt alle hier? Jawohl. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Komm schon, bleib dran. Sind dann nur noch ein paar Sekunden. General! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, die sind alle feige Equis. Boah, was eine Massenschlacht. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen. Wenn, dann wird das richtig eng. Da ist noch eine ganze Armee. Guck mal, ich habe nur noch die Pferde und nur noch so ein paar Wursteinheiten hier. So, jetzt müssen wir jetzt mal schnell da rein. Wenn die uns da hinten die Ballisten kaputt machen, kein Problem. Kämpft. Einfach drauf. Kämpft. Pure Masse einfach da oben. Da müssten die doch jetzt auch Panik kriegen, wenn wir von hinten kommen, oder? Das müssen die doch sehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Bleib ruhig, da fliegt keiner. Da fliegt niemand. Alles ist gut. So, alles ist gut. Ich weiß es nicht, Leute. Es ist so eng. Es ist so scheiße eng. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich gegen die Spartaner... Ich brauche da auch mehr Pikiniere. Mehr von diesen Einheiten, ne? Aber, nee, Phalanx. Das sind ja nicht mal Pikiniere. Das sind richtige Phalanx. Doch, spartanische Pikiniere, ja. Haben wir die jetzt hier? Das sieht gut aus. Wir haben die doch eingekesselt. Das müsste doch eigentlich eine... Ja, okay.
Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich weiß auch nicht. Der Hammer. Aber wie wir, guck mal, wie eine Pikini-Einheit von denen uns da uns 50 Leute noch in unsere Männer in Rage versetzt. Das ist ein schändlicher Anblick. Boah, sind wir da schlecht aufgestellt. Und das da hinten ist ja sowieso nochmal eine Riesenarmada. Ja, es war halt schwierig, ne, weil wir die nicht, wir konnten uns nicht so richtig formieren. Aber ich hätte nicht mal eine Idee, wie ich gegen so viel Phalanx oder Pikiniere angehen soll. Habe ich echt nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Beide Armeen verloren. Na gut, sparen wir zumindest Geld. Gut, Sparta wird auch Verluste haben. Ordentlich. Oh, kriegt ihr die nicht kaputt? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt haben sie es. Jetzt. General! Im Dienste Roms! So, jetzt auffangen. Bisschen wieder ermutigen. Gottes Willen. So, die hinten habe ich geopfert. Das ist doch, ich habe auch das Gefühl, dass jede einzelne Einheit von denen eine einzelne General hat, ne? So stark wie die aufgestellt sind. Pfiff. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann da nicht drauf. Ich kann da nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jupiter gibt uns Kraft. Schnell! Geschossen, Batterie! Obidiamus! Ja, Befehle, mein Herr! Tränen des Mars! Gottes Willen, das sind noch deutlich mehr Einheiten als wir haben. Deutlich mehr. Hohe Bedrohung, zuversichtlich. Ja, ich habe da keine Chance. Sie sind einfach zu stark. Im 1 gegen 1 sind die einfach zu stark. Eure Befehle? Stolze Römer! Kavallerie! Vorrückkehr! Kavallerie! Meine hauen ab. Doppelte Geschwindigkeit! Meine hauen ab, das sehe ich ja schon. Ich ziehe die noch ein bisschen raus. Ich versuche die noch ein bisschen abzulenken. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. General, India. Immer wieder anlaufen müssen wir jetzt. Oh, ist das eine Schlacht. Guckt immer das Schlachtfeld an. Aber wir waren ja deutlich unterlegen, ne? Stand da zumindest in der Vorbereitung. Versuche nochmal alles, was ich habe, aber ich mache halt keinen Schaden mit denen, habe ich das Gefühl. Zu wenig Schaden zumindest. Jetzt kommen die. Die hauen mich jetzt, ne? Raus, 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 raus. General raus. Ui, 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 ui. Und jetzt immer wieder von hinten anlaufen. Das wäre das Einzige, was mir noch einfällt. Na, jetzt schützen sie das hier. Kommt da nicht richtig rein, Leute. Jetzt haben sie es gut geschützt. Ja, meine gehen jetzt. Meine gehen runter, meine Jungs. Jetzt haben sie es gut geschützt. So, nochmal drauf, da kommt Scheiß drauf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich weiß. Das ist ein schändlicher Anblick. Komm nochmal drauf da. Ja, wir kriegen nichts kaputt, das ist das Problem. Ach, Scheiß drauf, das war's.
Fuck. Die sind zu stark im 1 gegen 1, ne? Das ist echt problematisch mit den Phalanx. Und dafür konnte ich, vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, meine Ballisten und so, die haben nicht wirklich Schaden gemacht. Da war man zu unausgeglichen, war man da aufgestellt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nur mit Pferden kommst du das gar ist ein nicht. Schändlicher Anblick. Mit Pferden hast du hier gar nichts zu suchen auf dem Balkan, habe ich das Gefühl, gegen die Spartaner. Und sie hatten mehr Verluste als wir, ist in Ordnung, aber trotzdem, sie hatten noch wesentlich mehr Einheiten aufgestellt. Ne? Wir hatten 3-4, sie hatten 4-2. Ah, ist das ärgerlich. Jetzt müssen wir schnell da oben die Stadt einnehmen. Und die andere Armee, die wir da oben im Norden haben, die müssen wir schnell nach unten ziehen. Das wird richtig spannend jetzt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man die... Wir müssten ähnlich starke aufstellen. Wir haben auch wirklich viel schwache Einheiten drin gehabt, ne? Die hier zum Beispiel... sind ja denen ihre. Wir brauchen mehr von denen. Diese Nahkämpfer bringen nichts. Zumindest nicht gegen Sparta. Und wir brauchen mehr von diesen, von der Kavallerie mit den Speeren, dass wir von hinten dann reinreiten können. Wir müssen sie konzentriert auf einen Punkt bringen. Und dann mit denen sozusagen Phalanx gegen Phalanx und dann von hinten mit den Pferden, ne? Das wäre so meine Idee. Boah, hat er auch zusammengeprügelt, ey. Das gibt's ja gar nicht. Riesen. Gut, sie haben auch ordentlich Verluste, ne? Ordentlich. Glorreiche Niederlage, ist ja nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, bis wir uns wieder aufgefüllt haben. Nee, das war's. Überhaupt nicht. Okay. Da sind wir uns einig, ne? Das war's. Sie wollten ja nur Frieden, ne? Und den nimmt er auch noch auseinander. Okay. Na gut, zumindest sparen wir ein bisschen Geld. So, wie viele Einheiten haben sie denn jetzt? Natürlich werden die jetzt noch mobilisieren. Da ist deren Flotte. Noch ein bisschen aufpassen. Wie konnten die eigentlich uns entwischen? Das ist eigentlich auch ein bisschen... Jetzt sind wir natürlich, wir haben 2 ganze Armeen verloren. Jetzt sind wir natürlich anfällig. Wenn Massilla jetzt uns was möchte, ne, oder so, klar. Dann wird's bitter. Auf jeden Fall ist es spannend. So. Wir sollen ja hier noch was... Philosophie sollte ich noch ein bisschen was machen, ne? Mach mal das. Sehr gut. Verschleiß. So, hier bleiben wir auf jeden Fall stehen. Ich darf mich jetzt nicht mehr bewegen. Und die Armee hier muss jetzt aber sowas von zügig. Ist das der General? Ne, das ist eine Flotte einfach, die aufgestellt ist. Okay. So, hier ist die letzte Armee, die wir noch haben. Die ist genauso schlecht aufgestellt, aber gut. Ich versuche jetzt mit der schnellstmöglich da runter zu kommen. Im Gewaltmarsch. Ich würde sagen, erstmal nach Epidamnos. Schade nur, dass wir jetzt natürlich... Ah, es geht sogar noch. Wir haben sogar noch positive Stabilität oder öffentliche Ordnung. Oh, 7000. Jo, jetzt mal zügig, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, wir brauchen hier... Die sind ganz gut. Wir können auch die Equi... Wir können auch die Auxiliarkavallerie. So. Und mehr Triari, ne? Gegen die Spartaner. Aus dem Rücken müssen die... Ich habe keine besseren als die Belites, leider. Leider. Ich kann hier auch noch eine Armee ausheben. Cornelia. Junior, da habe ich noch einen. Ich versuche mein Bestes jetzt, liebe Leute, ich versuche mein Bestes, wir sind pleite. Ich weiß nicht, ob ich hier ausharren kann oder ob sie mich jetzt... So lange kann ich hier nicht ausharren, ne? Kann ich euch behilflich sein?
Okay, die kapitulieren in 7 Runden. Bis dahin habe ich die Jungs, glaube ich, darüber gezogen, ne? So. Ich erwarte weitere Befehle. Moment, eine Fähigkeit. Wer ist das? Der Spion. Mach das hier. Stufe 2. Ach so, meine Flotte, ganz wichtig. Ich erwarte eure Befehle. Blockade wird errichtet. Ich würde sagen, belagern, ne? Okay, wenn sie rauskommen wollen, müssen sie gegen unsere Flotte kämpfen. Oh, wir haben Verschleiß hier. Also, ideal aufgestellt sind wir nicht. Das wird richtig spannend. Jetzt, da wir 2 Armeen verloren haben, umso spannender. Eine Runde mache ich noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht bricht auch jetzt noch gleich ein Krieg aus. Wir gucken mal. Gut, eine Armee haben wir noch. Den geht's gut hier, ne? Auf der Iberischen Halbinsel. Den geht's richtig lustig. Was kommt denn da jetzt? Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da brauchen wir noch eine Armee im Brundisium. Aber wir haben noch Garnisonen, ne? Die können das nicht einfach einnehmen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Wir waren Freunde. Doch nun müsst ihr Jetzt wollen die auch noch Krieg. Nicht-Angriffspakt wurde aufgekündigt. Mit den Odrysen. Ich glaube, jetzt fällt mein ganzes Imperium fällt jetzt schon. Was machen die denn bei uns im Hafen? So, Invasionsstreitmacht. Wir werden doch hier zwangsläufig ein Brundisium, könnten sie doch nicht einfach einnehmen, oder? Ist mir egal, ich riskiere es nicht. Bereit zum Kampf! Erfüllt eure Pflicht, Männer! Was sind das denn? Gladiatoren-Sperrkämpfe. Wir haben hier gar keine Pikiniere in der. Gladiatoren 570. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Eine Runde dauert's genau. Okay, liebe Leute, wir sehen uns. Nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, ich krieg's noch über die Bühne geschaukelt, die Geschichte. So sicher bin ich mir zwar nicht, aber wir probieren alles, ne? Brauche hier Metria. Aber keine Kohle mehr, ne? Es ist schon alles eng bemessen jetzt. Ich versuche jetzt alle ein bisschen aufzubauen. 17. 3 Pferde haben wir, sind nicht so wichtig. Das wäre ganz gut, wenn die so eine Front bilden hier. Und dann von hinten müssten die dann durchstechen. Oder die müssten außen rumlaufen. Aber gut, ja, ist leichter gesagt als getan dann, ne? Wenn es in den Kampf geht. Shit. Shitty shit, sag ich mal. Wir müssen uns mit denen hier aufstellen. Und dann höre ich auf. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau hier müssen die verteidigen, hier. An dem Punkt, damit die nicht angriffen, dass wir diese 7 Runden oder die 6 Kapitulationsrunden werden wir jetzt durchführen. Ich werde jetzt nicht in den Angriff gehen. Ich versuche die hier so defensiv wie möglich aufzustellen. Das wird spannend. Einheiten dürften sich ja keine mehr ausheben können hier, ne? Also dann noch eine zusätzliche Armee. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.